Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Teil KiCad Tutorial 5.0.2. Und wir wollen uns heute in einem ersten Video mal hier mit dem Footprint Editor beschäftigen. Einen ganz einfachen Footprint wollen wir da mal erstellen. Ich habe mich entschlossen, da wenigstens zwei Videos dazu zu machen, mit einem einfachen Footprint und mit einem etwas komplizierteren. Und das soll dieses wichtige Tool hier von KiCad euch etwas näher bringen. Und deshalb da auch zwei Videos dazu, vom Leichten zum Schweren. Und wir werden uns heute da einen Fußprint mit nur vier Pads erstellen. Deswegen spare ich mir das auch, hier ein Symbol dazu zu erstellen. Das zeige ich euch dann mal später. Ich denke, Footprints sind wesentlich wichtiger, denn das muss ja dann schließlich am Ende auf der Platine passen. Trotzdem, bevor wir anfangen, kurzer Rückblick nochmal auf unser letztes Video. Da hatte ich euch den Gerber-File Editor näher gebracht. Und hier ist er nochmal. Wie gesagt, wir hatten damals uns darüber unterhalten, dass wir hier jede einzelne Lage auf der rechten Seite, grafische Lage 1 bis X, hier belegen können mit einzelnen Gerber-Dateien und auch mit dem Bohr-File. Und dass wir hier auch mit entsprechend Doppelklick auf die Farben uns diese Layerfarben etwas anpassen können. Ich empfehle das, weil dann eben beim Hervorheben von einzelnen Netzen und Leiterbahnen der Kontrast etwas höher ist. Ja, hier oben links dann die beiden Button für das Importieren des Drill-Files oder der Bohrdatei und hier der jeweiligen einzelnen Gerber-Files für die einzelnen Lagen, Ober- und Unterseite, Edge-Cuts etc. Dann hier die beiden Auswahlfenster für die Auswahl für die Bauteile und hier die Auswahl der jeweiligen Leiterbahnnetze. Wenn ich das hier entsprechend auswähle, kann ich das dann anwählen und es wird dann hier etwas hervorgehoben auf dem Ansichtsbildschirm dargestellt. Ja, und hier oben im Groben nochmal die Auswahl, welche Lage als oberste zuerst angezeigt werden soll. Das soll es nochmal als kurzer Rückblick gewesen sein. Und damit möchte ich dann auch einsteigen in unseren Footprint Editor. Und als erstes möchte ich euch hier zeigen, was wir heute machen wollen. Ich öffne mal hier ein oder importiere mal ein Bauteil. Und zwar liegt das hier in unserem KiCad-Ordner unter Libraries. Und da haben wir hier diese Library MyDC Step Downboards. Hier werde ich oder habe ich geplant, alle DC-DC-Wandler, Step-Down-Wandler als Boards, die es so auf dem Markt gibt und die man vielleicht mal braucht, zu hinterlegen. Das ist also eine Bibliothek, die wird hier als Ordner erzeugt. Und wenn ich in diesen Ordner hineinwechsle, habe ich hier also mal ein Board erzeugt. Das ist ein LM2596. Das ist also dieses Bauelement als Board. Und wer sich das in der Realität mal anschauen möchte, ist vielleicht dem einen oder anderen, der sich mit Arduino beschäftigt, schon mal aufgefallen. Und so sieht also dieses Board aus. Es ist also kein Einzelbauelement, sondern ein komplettes Board, was die Möglichkeit bietet, mit einer Eingangsspannung von 5 bis 32 Volt, glaub, nein, von 4 bis 40 Volt, Entschuldigung, hier eine Ausgangsspannung stabilisiert von 1,23 bis 35 Volt, mit einer Leistung von ca. 2 Ampere einzustellen. Und die Spannung wird hier also eingestellt über diesen Trimmer, kann man das dann einstellen. Und dieses Board hat im Prinzip nichts weiter als Eingang plus Masse und Ausgang
Fluss- und Masseausgang. Ja, ist ein ganz tolles Bauteil, erspart also den 7805, ist unwesentlich teurer als ein 7805, so ein Linearregler. Deutlich besser, weil es wirklich ein echter Step-Down-Konverter ist und es wird also hier keinen, im Gegensatz zum Linearregler, wird hier keine Energie irgendwo in Wärme umgewandelt, sondern das ist echtes Step-Down. Und hat also den großen Vorteil, dass man also wirklich hier, wenn man meinetwegen am Ausgang 40 Milliampere Leistung hat, dann hier zum Beispiel bei einer Verspannungsverdoppelung am Ausgang 5 Volt, am Eingang 12 Volt hier wirklich nur 20 Milliampere Leistung benötigt oder aus der Batterie oder im Akku gezogen werden. Das ist gerade für stromsparende Anwendungen ganz interessant. Im Gegensatz dazu, der 7805 würde hier also die 40 Milliampere voll durchreichen und die Differenz dann einfach schlicht und ergreifend in Wärme umwandeln. Ja, und wie gesagt, vom Preis her ist er, glaube ich, 20 oder 40 Cent teurer, wenn man es denn beim Chinesen um die Ecke kauft. Ja, so, das soll es dazu gewesen sein und wir wollen uns also diesen Footprint hier mal neu erstellen in einer neuen Bibliothek und deshalb mache ich das hier nochmal zu, dass wir dann nochmal neu anfangen können. Ich habe hier mal eine Skizze erstellt, die ich euch vorher kurz erklären möchte. Ich habe also dieses Board vermessen. Ich empfehle dazu, die Schiebelehre zu nutzen oder wirklich ein ordentliches, exaktes Stahllineal. Nehmt da also nicht hier diese 0815 Lineale irgendwo aus dem Billigwarenladen, sondern das sollte schon wirklich passen, denn jeder Zehntel, der hier irgendwo als Fehler reingebracht wird, widerspiegelt sich dann als Fehler auf der Leiterplatte. Ja, unser Board hat also Außenmaße von 46,4 mm. In der Breite, hier in der Länge dann 21,6. Soll hier also die hier rechts diese jetzt habe ich hier versehentlich einen Strich gezeichnet, hier diese beiden Pfeile darstellen. Das sind also unsere Außenmaße und hier die Innenmaße von den Pads sind 40 mm und 16,5. Und das Pad Nummer 1, das soll also dieses obere linke Pad, soll das Pad Nummer 1 werden, hat also nach vorne 3,17 mm und hier zur Seite, zur oberen Querlinie, einen Abstand von 2,54 mm. Und das wollen wir dann also entsprechend umsetzen in unseren Footprint Editor. Ja, wir öffnen als nächstes mal unseren Bauteileditor. Wir sehen hier also ein leeres Fenster. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, dass wir uns eine aktive Bibliothek auswählen. Oder dass wir eine neue Bibliothek erstellen. Wir sehen aber hier, das neue Bibliothekssymbol ist ausgegraut. Man kann also keine Bibliothek vorher erstellen. Man muss also wirklich hier mit einem neuen Footprint beginnen. Und ich möchte das hier einfach mal DC, halt nennen wir es LM2596 DC, den Namen vergeben in einem ersten Schritt. Wir sehen also jetzt hier wird die Referenz angelegt und die Bauteilbezeichnung. Und jetzt kann ich auch hier eine neue Bibliothek erstellen. Ich könnte das jetzt auch in einer anderen Bibliothek, die ich schon erstellt habe, abspeichern. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte euch auch zeigen, wie man hier eine neue Bibliothek einbindet und deshalb klicken wir hier auf dieses Symbol und wir werden als erstes gefragt, wo wir die hinspeichern wollen. Dafür haben wir uns ja unseren Library-Ordner erstellt und wir setzen die jetzt mal hier rein. Wir wählen diesen Ordner aus und als nächstes werden wir hier gefragt, wie unsere Bibliothek heißen soll. Ich nenne sie jetzt mal MyTutorial. So, als Beispiel hier im Ordner lib. Das Ganze
dann mit OK bestätigen. Und wir müssen jetzt als nächstes, um auch zukünftig sauber speichern zu können, diese neue Datei, diese neue Bibliothek hier einbinden in diese Bibliotheksverwaltung. Dazu gehen wir hier auf Einstellungen und gehen dann hier unten auf den, wir wählen hier oben den Reiter globale Bibliotheken. Wir wollen also nicht projektspezifisch arbeiten, sondern global, da uns ja diese Bibliothek auch zukünftig hier zur Verfügung stehen soll in weiteren Projekten, wählen wir den Reiter globale Bibliotheken und gehen dann auf Bibliothek ansehen und können jetzt hier wieder in unserem KiCad-Ordner in Library hinein wechseln und wir sehen also hier mytutorial.pretty. Das ist also unsere Bibliothek, die wir angelegt haben. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Ordner. KiCad verarbeite ich aber nicht als Ordner, sondern als Bibliothek. So, wir bestätigen mit OK und wir sehen jetzt hier unten also mytutorial und hier den Pfad dazu ist jetzt hier als Bibliothek eingebunden und wir können sie dann auch entsprechend zukünftig verwenden. Wir können natürlich dann auch entsprechend hier, wer das möchte, händisch eine Bibliothek einfügen. Wir können die entsprechend entfernen und hier in der Reihenfolge nach oben und unten bewegen. Aber die werden alle, wie gesagt, eingelesen, sobald sie hier drin sind. Und ich kann sie dann also weiterhin nutzen. So, wir bestätigen auch hier mit OK und können jetzt als nächstes mal hier speichern. Wir werden gefragt, LM2596DC möchte ich natürlich in MyTutorial abspeichern. Und das sehen wir hier also den Filter. Ich gebe bloß My ein und dann erscheint sie hier unten schon. Und ich kann hier einen Doppelklick drauf machen oder auf OK. Und das Bauteil wird abgespeichert. So, als nächstes empfehle ich euch mal mit den Tastaturbefehlen auseinanderzusetzen. Die solltet ihr euch mal etwas näher zu Gemüte führen, denn die werden wir in Zukunft brauchen. Und zwar hier insbesondere die Befehle E, also die Taste E für Editieren, die Taste R für Rotieren, also um irgendetwas zu drehen, die Taste M, um etwas zu moven und D bzw. G, um Elemente in bestimmten Modi zu verschieben. Ich werde da in Zukunft näher noch drauf eingehen, aber wie gesagt, ich empfehle schon, sich damit mal auseinanderzusetzen und sich den ein oder anderen wichtigen Tastaturbefehl zu merken. Ja, wir markieren hier das, wir markieren erstmal die ganze Geschichte, drücken auf die Taste M für Move und schieben uns jetzt hier erstmal die Bezeichnung etwas zur Seite, um etwas Platz zu machen. Wir sehen jetzt hier das Koordinatenkreuz. Hier ist also genau der Nullpunkt. Ihr seht auch hier unten, in der Bereich, in diesem Bereich des Fensters unten, seht ihr auch die jeweilige Position, die dann mitläuft, so wo sich der Cursor hier auf der Ebene bewegt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, etwas zu zeichnen. Ich möchte erst einmal die etwas suboptimalere Sache auswählen. Ich kann also jetzt hier zum Beispiel mal eine Linie zeichnen. Ich positioniere meinen Cursor, ziehe die jetzt hier einfach nach rechts. Und ihr seht schon, dass die also nicht ganz gerade ist, dass das nicht so sauber hinhaut. Und ich muss dann hier unten in der Fußleiste also mitlesen, um jetzt irgendeine Bemaßung einzugeben und dann irgendwo meine zum Beispiel 40 mm zu erreichen. Das ist ziemlich schwierig, kann unter Umständen bei komplizierteren Bauteilen relativ tricky werden und geht unter Umständen dann auch mal schief. Deshalb möchte ich euch hier auch mal einen etwas anderen Weg zeigen, der sich bei mir doch relativ gut bewährt hat. So, wir scrollen hier nochmal rein. Ich markiere die oder fahre mit dem Cursor auf die Linie, drücke dann Delete und sie wird entfernt. Ja, was brauchen wir für unseren Step-Down-Wandler? Wir brauchen natürlich als erstes einmal vier solche Pads. Diese Pads, diese Lötpads, die können hier über den Button Pad hinzufügen eingefügt werden.
Allerdings sind das hier die Standardeinstellungen und ich müsste anschließend jedes Mal den Pad editieren. Ich möchte aber hier erstmal die globalen Pad-Eigenschaften vorgeben für die vier Pads, die wir hier benötigen. Und zwar habe ich also als erstes einmal gemessen, dass der Durchmesser 1,3 mm ist, der Bohrlochdurchmesser von diesem Board und nicht 0,8. Die Pad-Nummer bleibt bei der bei der Nummer 1. Wir wollen natürlich eine durchgehende Bohrung haben. Und ich möchte hier, damit ich ein bisschen besser löten kann, ein Oval. Und wenn ich hier Oval anwähle, im Gegensatz zum Kreis, seht ihr hier diese Größe des Kreises, wird hier also mit X angegeben. Beim Oval ergibt sich dann Y noch mit dazu. Und damit ich hier, also dieser gelbe Rand ist, wäre jetzt mein Lötrand auf der Platine, dass ich hier natürlich ein bisschen mehr habe, gebe ich jetzt hier mal einfach 3 mm ein und hier 2 mm. Und ich kann also jetzt hier auf dieser gelben Fläche löten, bei dem Bohrdurchmesser von 1,3 mm. Es hat den großen Vorteil, dass ich dann hier doch ein bisschen mehr Lötzinn ansetzen kann dann bei der Endmontage auf der Platine, denn 2 Ampere ist ja dann doch schon etwas mehr Strom, den wir da benutzen. Ja, ich könnte jetzt hier theoretisch noch Lagen anwählen, wo ich dieses Pad hier alles sehen möchte. Es reicht ja eigentlich auf F und B, also Oberseite, Kupferunterseite. Und das Bohrloch soll natürlich durch alle Kupferlagen hindurchgehen, von oben bis unten durchgebohrt sein. Ja, das wäre dann bei vier oder mehrlagigen Platinen, könnte ich jetzt hier natürlich entsprechend noch anderes auswählen. Aber wir wollen natürlich auf einer zweilagigen Kupferplatine durch alle Lagen nach unten durchbohren, damit wir dann die Pins von entsprechend durchstecken können. So, ich kann jetzt hier noch verschiedene individuelle Sachen einstellen. Das brauchen wir hier nicht. Das lasse ich auch erstmal an dieser Stelle weg. Das führt sonst zu weit. Das ist schon mal erstmal unsere globale Einstellung. Und ich kann jetzt hier mit dem Button Pad hinzufügen, schon ein entsprechendes Pad hinzufügen. Und wir setzen das Pad 1 immer auf die Position 0. So, sobald ich das mit Klicken abgelegt habe, sitzt das also hier auf der Position 0. Wir brauchen noch ein zweites Pad. Das ist dann dieses. Erstmal völlig egal, wo das sitzt. Wir brauchen noch ein Pad Nummer 3 und ein Pad Nummer 4. Völlig egal, wo die jetzt sitzen. Mit Escape kann ich dann diesen Modus wieder verlassen, den Pad-Modus wieder verlassen. Ich stelle jetzt hier nochmal das Raster etwas um auf 50 Mils, dass ich nicht ganz so genau positionieren muss. So, wir haben also unser Pad Nummer 1, was jetzt hier wirklich an der Nullposition sitzt. Das Pad Nummer 2 muss jetzt von hier, also hier ist unsere Nullposition, ich mache hier mal so einen kleinen Strich im Paint, muss jetzt 40 mm hier nach hinten, um hier wieder die nächste Mitte zu erreichen. Wie machen wir das? Wir gehen hier mit dem Cursor auf Pad 2, nachdem wir hier oben auch auf Cursor umgeschalten haben, beziehungsweise mit Escape wird auch automatisch in diesen Cursor-Mode umgeschalten. Wir klicken das Pad 2 an und drücken die Taste E. Das heißt, wir kommen jetzt hier in unseren Editiermodus und ich kann jetzt das Pad hier separat editieren. Ich könnte jetzt theoretisch hier einen anderen Bohrdurchmesser eingeben oder eine andere Bohrung, ein Kreisbohrung, ein Kreispad draus machen und. Das wollen wir aber nicht. Wir sehen hier unsere Positionen. Und die Position soll also auf dieser Nulllinie bleiben und 40 mm nach hinten gehen. Also geben wir hier einfach 40,0 ein und einfach auf OK. Und ihr seht, egal welches Raster jetzt hier oben eingestellt ist, dieses Pad wird jetzt hier exakt auf 40 mm im Mittelpunkt zentriert. So, das Ganze machen wir dann hier mit dem Pad 4 genauso. Wir gehen wieder hier auf E und wir wollen in der X-Position 40,0 nach hinten
Und wir müssen natürlich etwas tiefer. Und ich hatte es hier schon gezeichnet. Das sind also 16,5 mm nach unten hierüber. Das heißt, wir müssen hier 16,5 eintragen. Das Ganze wieder mit Enter bestätigen und ihr seht schon, unser Pad wird platziert und das Pad Nummer 3 soll dann ebenfalls 16,5 mm nach unten verlegt werden. Wir gehen wieder auf Editieren. Es bleibt in der X-Achse auf der Position 0 und in der Y-Achse 16,5. Enter und ihr seht, es wird platziert. Jetzt ist bestimmt dem einen oder anderen, der ein bisschen aufmerksam ist, etwas aufgefallen. Im Gegensatz zum normalen Koordinatensystem sind ja hier unten eigentlich die Negativwerte. Ist es hier bei KiCad genau andersrum. Also hier nach unten sind die Positivwerte auf der Y-Achse, nach oben wird es negativ. Und beim X ist es allerdings wieder so, dass wir hier wieder richtig sind, also hier Plus und hier in die Minusrichtung. Ja, das ist ein bisschen umdenkungswürdig, aber ist halt so, muss man damit leben. Wenn man das einmal verstanden hat, funktioniert das auch recht problemlos. Als nächstes möchte ich mit euch die Bauteilumrandung zeichnen. Und auch hier könnte man jetzt wieder freihand etwas ein Viereck rundum einfügen. Das ist aber ziemlich problematisch. Deshalb auch hier wieder der Weg über das Editieren der einzelnen Linien. Was ich jetzt erzähle, ist ganz wichtig. Wir müssen jetzt dazu die Ebene wechseln. Hier in Footprint Umriss auf Platinenvorderseite FCRTYD oder Yard. Das bedeutet, hier diese Linie ist ganz, ganz entscheidend. Damit wird der Footprint überhaupt erst einmal gültig. Das heißt, wenn ich den irgendwann einmal auf der Platine platziere, will KiCad diese Ebene haben, um einen gültigen DRC-Check, also einen Fehler-Check durchführen zu können. Das geht nicht mit der Bedruckseite F-Silk. Funktioniert das nicht. Also es muss wirklich hier der Fußprint-Umriss gezeichnet sein. Ansonsten meckert KiCad dann beim Erstellen der Platine und das ist ziemlich problematisch. Wie gesagt, wir wählen diese Ebene aus, indem wir sie anklicken. Dann sehen wir hier vorne dieses kleine Dreieck und damit ist die Ebene ausgewählt. Ich habe hier schon mal drei Linien vorgezeichnet und als nächstes hier nochmal eine Füge ich hier nochmal die letzte Linie hinzu. Ich wähle das Linienwerkzeug, ziehe einfach hier einen Strich, lege den ab. Ihr seht schon, es wurde jetzt hier theoretisch eine Ecke eingefügt fürs Freihandzeichnen. Das wollen wir natürlich nicht. Ich breche hier mit Escape ab, drücke dann nochmal die Escape-Taste. Damit bin ich hier wieder im Cursor-Modus und kann jetzt diese Linie hier anwählen. Und könnte die jetzt auch hier wieder freihand ziehen. Das wollen wir aber gar nicht machen. Wir gehen einfach mit E auf das Editieren. Und ich habe mir jetzt hier die Koordinaten der Startpunkte vorher schon mal aufgeschrieben, damit das fürs Video etwas schneller geht. Das geht natürlich sonst normalerweise etwas langsamer, aber fürs Video sonst wird es zu lang. So, X-Achse haben wir hier 43,1. 8 mit minus 2,54, das ist also unser Startpunkt rechts. Dann haben wir den Endpunkt, der soll hier bei minus 3,17 sein und ebenfalls bei minus 2,54. Mit OK wird das übernommen und ihr seht schon, hier wird jetzt also diese Linie auf die entsprechende Länge gezeichnet. Als nächstes machen wir das hier unten mit der unteren Linie, ebenfalls editieren und die nächste Linie fängt von minus 3,17, 19,05, das sind also hier diese Startpunktwerte und von 43,18 bis 19,05
mit OK bestätigen. Und wir sehen also jetzt hier schon die beiden Außenseiten für den Rahmen. Und als nächstes nehmen wir hier die linke Seite wieder mit Editieren. Und da haben wir minus 3,17 minus 2,54 und minus 3,17 19,05. So, damit sehen wir schon, wird jetzt hier diese Linie herangesetzt. Wir können auch reinzoomen, die ist also hier passgenau aufgesetzt. Und das Ganze hier noch für die rechte Seite. Auch hier nochmal editieren. 43,18 19,05 und 43,18 und minus 2,54. Enter. Und wir sehen also, damit ist unser Außenrand gesetzt. Ganz wichtig, das ist also wie gesagt unser Außenrand des Bauteils und beim DRC-Check im KiCad auf der Leiterplatte wird also diese Außenumrandung benötigt, um prüfen zu können, dass sich jetzt hier Bauteile nicht überlappen und gegenseitig verdrängen. Ist der also nicht da, meckert KiCad rum. Und deshalb ist das hier also wirklich wichtig. So, als nächstes setzen wir hier mit, markieren wir uns diese Bezeichnung und mit der Taste M für Move setzen wir die hier einfach mal ab. Wir wechseln jetzt die Ebene in die Bestückungsdruckebene. Das heißt also die weiße Farbe, die dann irgendwo auf der Platine zu sehen ist mit irgendwelchen Bestückungsdrucken. Und ich habe jetzt diese Ebene ausgewählt. Ich ziehe mir hier eine Linie. Und zwar von hier oben rechts, und ihr seht schon, das ist farblich auch etwas anders, nach unten links. Und ihr seht schon hier, ich kann also diese Ecke nicht genau anspringen. Das liegt also jetzt daran, dass wir das Raster noch auf 50 mm eingestellt haben. Ich stelle das jetzt mal hier auf 5 mm um. Damit müsste ich dann auch hier auf diese Ecke kommen. Das ist eine Hilfslinie, die wir gleich wieder löschen werden. Die dient eigentlich nur dazu, hier einigermaßen auf dem Rechteck die Mitte zu finden. Ich wähle hier die andere Seite aus. So, markiere das. Mit Escape breche ich ab, dass die Linie nicht weitergezogen wird. Und ich habe also hier jetzt den Mittelpunkt vom Bauteil. Das ist eigentlich nichts weiter als eine Hilfslinie, um diese Elemente jetzt hier ein bisschen besser positionieren können zu können, kann ich also jetzt hier ein bisschen in die ganze Geschichte rein zoomen, dass ich also hier Referenz und Bauteilbezeichnung sauber positionieren, einigermaßen sauber mittig positionieren kann. Dann haben wir als nächstes diese beiden Kondensatoren, die hier angedeutet werden sollen. Ich gehe dazu hier drüben auf das grafische Element Kreis, kann jetzt auch hier wieder einigermaßen sauber meine Mitte positionieren, klicke das hier an, ziehe also hier also diesen Kreis, lege den ab, mache das Ganze hier auf der anderen Seite. Wie gesagt, beim Bestückungsdruck, das ist die Farbe, die also auf die Platine gedruckt wird, ist es nicht ganz so kritisch, ob das jetzt hier auf ein Zehntel stimmt oder nicht. So, auch hier der zweite Kondensator angedeutet. Und als nächstes noch ein angedeuteter Außenrahmen. Ich stelle hier nochmal das Raster etwas um, das macht es ein bisschen leichter auf 25 mm. Und kann jetzt hier über Linienwerkzeug wechseln. Und ziehe hier einfach mal grob einen Außenrahmen rum. Jetzt ist, da kann ich das freihändisch machen. Wie gesagt, es ist ja nur der Bestückungsdruck. So, damit habe ich das dann hier abgelegt. Und zum Schluss wollen wir hier noch unseren kleinen Trimmer andeuten.
Dazu machen wir hier ein kleines Rechteck nochmal. Lege das ab mit Escape. Beenden wir das Werkzeug, dann noch diesen kleinen, diese kleine Trimmerschraube angedeutet. Fertig ist das Bauteil. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir entfernen unsere beiden Hilfslinien. Ich gehe hier wieder auf den Cursor. Cursorlinie, wähle die Linie an. Mit Delete wird sie dann entfernt. So, damit ist unser Bauteil eigentlich schon gezeichnet. Und wie gesagt, hier auf der Bestückungsdruck ist es nicht ganz so kritisch, ob das jetzt hier ein Zehntel genau ist oder nicht. Was wollen wir noch machen? Damit wir dann auf der Platine auch sehen, wie das Bauteil richtig eingebaut wird, können wir jetzt hier noch einen Text dazu fügen. Positionieren wir mal hier. Ich gebe jetzt mal hier in VIN Plus. Den positionieren wir hier. Hier unten machen wir VIN Minus. So wie das also auch auf dem Board beschrieben ist. Wir positionieren das hier innerhalb unseres Rahmens. Dann haben wir da VOUT minus. Positionieren wir an diesem Pad in der Bestückungsdruckebene und hier noch VOUT plus. So, damit sind eigentlich die wesentlichen Arbeiten abgeschlossen. Aber noch nicht ganz. Und zwar werden wir jetzt als nächstes einmal hier speichern unseren Footprint, damit er nicht verloren geht. Footprint-Name bleibt. Wir geben wieder ein My für My Tutorial. Doppelklick oder auf OK. Und damit ist gespeichert. Wir haben jetzt hier noch einige grundlegende Eigenschaften für den Footprint zu vergeben. Das ist dieser Button hier oben, Footprint-Eigenschaften. Wir öffnen den und können jetzt hier verschiedene Schlüsselwörter, die uns dann bei der Suche helfen, vergeben. Ich gebe jetzt hier mal ein Step Down. Das ist ganz wichtig, wenn ich dann diesen Footprint mal in diesen Tausenden von Footprints suche, um die auf einer Leiterplatte zu verwenden. Kann ich also hier zum Beispiel mit so einem Schlüsselwort danach suchen lassen und das wird mir dann irgendwo angezeigt in den Suchergebnissen. Und wir geben hier oben noch ein den Link zur Dokumentation. Wir hatten ja dieses PDF heruntergeladen mit den entsprechenden Bauteilwerten und diese hatte ich abgelegt hier in KiCad Datasheet und hier unter dem LM2596DCDC-PDF. So, dazu klicken wir hier oben rein. Dann wird also hier im Explorer die Anzeige C der Pfad angezeigt. Ich markiere mir das einfach mit STRG C und gehe dann hier zurück, STRG V. Also ganz stinknormales Copy und Paste. Dann den Backslash dahinter nicht vergessen. Und jetzt brauchen wir noch den Dateinamen und auch den mit F2, also den Dateinamen anklicken, dass er blau markiert ist. Mit F2 kann man dann editieren, nochmal STRG C, mit Escape wieder abbrechen. Und wir fügen das hier hinter unseren Backslash noch ein. Und damit haben wir den Link zur Dokumentation. Und können damit dann auch in der Leiterplatte oder auf der Leiterplatine arbeiten. Das heißt, wenn ich auf der Leiterplatine diesen Footprint platziere, kann ich mit Rechtsklick PDF anschauen machen und kann mir dann sofort die Dokumentation dazu anzeigen lassen. Das ist doch sehr, sehr nützlich, denke ich, wenn man mal schnell was nachschauen möchte. Ja, ich könnte jetzt hier theoretisch noch einen anderen Nickname für die Bibliotheksdatei nehmen, vergeben. Das spare ich mir. Kann man machen, wie man denkt. So, wir haben dann hier drüben das 3D-Modell. Das ist also jetzt hier sind unsere vier Pads und der Bestückungsdruck. Ich könnte jetzt hier eine 3D-Form hinzufügen, indem ich hier auf das Auswählen von 3D-Form gehe. Könnte ich dann also einen Kondensator auswählen und diese Kondensatoren und Trimmer hier
drauf platzieren. Das werde ich euch dann nochmal in einem nächsten Video zeigen. Das führt jetzt hier an dieser Stelle zu weit. Damit kann man sich dann also das 3D-Modell zusammenbauen. Wird eines der nächsten Videos. Ja, das war's eigentlich schon soweit. Wir können jetzt hier wieder mit OK bestätigen. Damit ist unser einfacher Footprint mal erledigt. Und wir speichern das Ganze nochmal. Er fragt uns wieder artig, wo er es hinhaben möchte in My Tutorial. Und Doppelklick ist das ganze Ding gespeichert. Wir können uns jetzt die ganze Geschichte anschauen, indem wir mal hier schließen. Und ich gehe mal hier in den KiCad-Ordner unter Libraries. Hier sehen wir also My Tutorial Library. Ich gehe hier rein und ich kann jetzt hier dieses Modell dieses Fußabdruckes rechtsklick und ich öffne das mal mit Edit Notepad und wir sehen auch hier wieder im Prinzip nichts anderes als eine Textdatei und die also dann hier oben damit beginnt Modulname, Bauteilname, auf welchem Kupferlayer sie sich befindet, dann hier wo die Beschreibung zum Datenblatt, der Pfad zum Datenblatt und hier unten dann im weiteren Verlauf die ganzen, die Pads und die Außenlinien mit dem entsprechenden Koordinaten und dem entsprechenden Layer etc. Ja, auch hier, wie gesagt, angemerkt zur Fehlersuche, kann man durchaus mal reinschauen, wenn vielleicht mal was nicht funktioniert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Erstellen eurer ersten Footprints und das soll es dann mal für heute gewesen sein. Tschüss!